Ich grüße euch, Leute. Es ist wieder Mittwoch und uns erwartet mal wieder ein neues Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute tatsächlich mal was, was nicht mit Wrestling zu tun hat. Also ich werde mit euch jetzt keine Figur auspacken, sondern es war eigentlich mehr Zufall gewesen. Ich bin ja nicht unbedingt der größte Nintendo-Fanboy, aber der 3DS hat es mir dann doch angetan gehabt irgendwann mal und da habe ich dann auch ein paar Spiele gespielt. Darunter habe ich meinen Einstieg in eine Spieleserie entdeckt, der wirklich für mich bewegend war und super war. Und zwar habe ich mir damals für den 3DS mit dazu geholt Fire Emblem Awakening, was ein mega geiles Spiel war. Ein Spiel, was die meisten Spielstunden auf dem 3DS für mich gefressen hat. Und ich bin eigentlich in meinen örtlichen Expert gegangen, um mir Nachfolger zu holen. Sprich hier diese Version von, Vermächtnis und Herrschaft und so. Davon wollte ich mir einen holen. Aber als ich dann dort durchs Regal gegangen bin, sehe ich dann etwas, und zwar die Limited Edition von Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. Ich habe dann gleich mein Handy gezückt, als ich in dem Laden war, weil das komplett an mir vorbeigegangen ist irgendwie, und habe dann mitgekriegt, dass das bei Amazon gar nicht mehr so günstig zu haben ist und bei eBay sowieso nicht. Und ja, in dem Expert war das wirklich noch zu einem erschwinglichen Preis gewesen. Und da habe ich mir gesagt, komm, bevor du dir jetzt ein neues holst, holst du dir das Fire Emblem Echoes, wie man es auch ausspricht, ist ein Remake aus dem Jahre 1992, was damals in Japan erschienen ist, nicht für uns in Europa. Es ist damals nämlich auf dem, ich glaube, Famicom hieß damals die NES-Variante in Japan. Und für diese Plattform ist das Spiel damals rausgekommen. Und das erfährt jetzt auf dem Nintendo 3DS sein Remake. Und ich habe da richtig Bock drauf, weil, kann ich da ein bisschen was von den Anfängen der Geschichte mitnehmen. Und Fire Emblem gefällt mir richtig gut. Und als ich gesehen habe, was in dieser Collector's Edition drin ist, habe ich gesagt, das muss ich einfach haben. Also das geht gar nicht anders. Ich bin ja nun mal auch ein kleiner Nerd. Das muss man einfach mal so sagen. Und, jetzt fällt mir das hier aus der Hand, ich würde sagen, ich packe das mal mit euch aus. Aber ich werde heute nicht zu meiner rüberschwenken zu meinem patentierten Unboxing-Tisch, sondern ich werde das in dieser Position mit euch machen. Ganz einfach, weil ich so euch, ihr seht mich dann besser und was weiß ich nicht alles. Und ich würde sagen, Leute, wir machen hier das mal auf und da kommt mir auch schon gleich das erste entgegen. Und zwar sollen das so eine Ansteckpins sein, hier in so einer schönen Schachtel hier mit dem Fire Emblem Echoes Logo drauf. Richtig schön. Machen wir mal auf, das gute Stück. Ich will hier auch nichts kaputt machen. Ach, ist ja richtig geil. Ja, da sind dann hier so eine Pins drin mit den Superhelden, wo ich mich dann belesen habe. Ich glaube, Alm und wie hieß die andere? Celicia oder irgendwie so. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall sind hier so eine Pins drinne von diesen Hauptcharakteren in der Bit-Optik, sage ich jetzt mal, aus dem Spiel. Finde ich richtig schön. Auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Fürs Regal kann man ja den Deckel dann auch hier so hinten drauf machen und sich das dann so ins Regal stellen. Ist ja wirklich eine schöne Sache, muss ich wirklich mal sagen. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier so hinter mich mal hinstellen? Da haben wir es nämlich auch irgendwie ein bisschen im Bild. Auch eine coole Sache. Ich würde sagen, wir gucken jetzt hier mal weiter rein. Ja, ich bin da auch so inne, ich will bei den Verpackungen natürlich nichts kaputt machen. Und dann habe ich hier, okay, dann muss ich das hier mal zur Seite legen. Richtig schön. Ist ein Artbook drin, auch ist ein Hardcover. Richtig geil. Ich würde sagen, ich versuche das Ganze mal auszupacken, was zum Glück auch funktioniert hat. Freue ich mich. Und dann würde ich sagen, werfen wir hier natürlich auch mal einen Blick rein, Leute. Also hier sieht er das Deckblatt hier, so richtig schön, steht drauf hier Valencia Artbook, richtig schön. Also Hardcover finde ich dann auch wirklich immer wirklich super. Ah, hier das Cover von dem bezüglichen Spiel, worum es hier geht. Ja, was soll man dazu sagen, ist halt ein Artbook, Leute, ne? Ja. Auf jeden Fall schöne Motive, wenn ich das jetzt hier mal so sehe. Ich freue mich auch wirklich sehr auf das Spiel, weil mir gefällt ja auch immer so diese Filmsequenz und so. Ich hoffe, dass sie da auch was schön gemacht haben. Sieht man hier auch mal die Charaktere. Lukas, Claire. Ja, es ist halt ein Artbook, Leute. Was soll ich jetzt so großartig dazu sagen? Aber wirklich schöne Motive.
Ja, gefällt mir. So Charaktere, ich muss dazu sagen, ich kenne mich in diesem Fire Emblem-Universum jetzt wirklich nicht gut aus, weil ich halt mit Awakening erst den Einstieg hatte. Aber wenn ich mir dann hier so Charaktere angucke, wie hier Mei oder hier dieser Saber, die sagen mir auch irgendwie von der Optik was aus Awakening, Leute. Also, auf jeden Fall. Ja, wenn die Landschaft im Spiel so aussieht, bin ich dann eigentlich auch zufrieden. Das muss ich ganz einfach mal sagen, Leute. Ja, es ist halt ein Artbook. Aber gefällt mir gut. Und Hardcover finde ich jetzt wirklich auch immer eine schöne Sache. Kann ich das jetzt, ohne dass es runterfällt? Besteht natürlich die Gefahr, dass jetzt hier einfach eine Katze vorbeikommt und dass das dann auf einmal weg ist, Leute. Ich würde sagen, wir packen das mal. Oh, jetzt ist hier so ein Einschub. Okay. Okay, so die Kiste ist jetzt auf jeden Fall leer, Leute. Die ist leer. Ach, Christian, mach das doch mal ordentlich. Was stimmt denn mit mir nicht? Will die Kiste nämlich auch einfach mal so hinter mich positionieren? Wenn ich schon das nicht auf den Tisch mache, will ich das ja wenigstens anders in Szene setzen, Leute. Ich würde sagen, wir stellen das Ding mal hier hin. Oh, das ist aber eine wackelige Nummer. Wir werden es ganz einfach sehen. Ich stelle die Pins mal hier oben drauf. Das wird schon halten. Ich darf mich nur nicht viel bewegen. Ihr seht es gar nicht. Das sehe ich jetzt auch gerade. Dann stellen wir es so hier hin. Und dann sieht man es. So, jetzt haben wir hier das Innenleben. Dort drin haben wir das Spiel. Fire Emblem. Echoes. Sehr schön. Fällt doch gerade auf, Leute. Hier ist überhaupt kein USK-Zeichen drauf. Das ist ja faszinierend. Das ist faszinierend. Ja, von den Bildern her sieht es für mich schon wieder vielversprechend aus. Halt so schön, so trickfilmmäßig wieder. Gefällt mir richtig gut. Ich habe wirklich richtig Bock auf das Spiel, das muss ich ganz einfach mal sagen. Dann haben wir hier noch drin den Soundtrack. Finde ich auch immer sehr schön. Ich habe jetzt natürlich, ich kenne mich, wie gesagt, ich kenne dieses Spiel gar nicht. Also deshalb habe ich es mir ja gekauft. Ja, ich lasse das mal hier so drin. Ist jetzt ein bisschen doch ziemlich starr verpackt. Aber ich bin gespannt. Es ist ja ein altes Spiel. Ob dort auch wirklich so alte Musik ist, bin ich sehr gespannt. Wird auf jeden Fall ein Soundtrack sein, wo ich auch mal reinhören werde. Und dann sollen ja auch noch Amiibos drin sein. Gucke an. Gucke an, wenn ich sie dann mal rauskriege. Hier, das ist natürlich blöd. Ja, haben wir es noch hingekriegt. Ja, sind auch Amiibos dabei. Hier eben mal die Hauptprotagonisten, der gute Alm. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Alm. Ich weiß nicht, wie die Aussprache dann richtig sein soll. Auf jeden Fall. Eine wirklich schöne Figur, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Ich habe schon jede Menge Amiibos und werde den auch verpackt lassen, genauso wie ich es mit den anderen mache. Ich weiß, dass sie nicht mehr so einen Wert haben, weil die ja die Produktion nochmal angeregt hat, ne? Was auch gut ist. Aber ich lasse trotzdem eingepackt, weil ich sage mal, durch die Verpackung hat man die Möglichkeit, die Figuren trotzdem zu sehen und damit ist alles gut. Aber ich habe ja beim Finchi auf dem Kanal gesehen, dass es da ja auch so eine Tunnelstatue gibt hier, von diesem Mario-Tunnel, wo man die dann so draufstellen kann und so, ist vielleicht auch mal eine Anschaffung wert, und dort ein paar Amiibos auszupacken. Auf jeden Fall haben wir hier das zweite Amiibo, Cilicia, würde ich jetzt mal sagen, schimpft sich die gute, ist dann der weitere Hauptprotagonist. Ja, auch eine schöne Figur, ich sehe gerade, das ist ganz schön gespiegelt, Leute. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, wie gesagt, die zwei Amiibos waren dann jetzt hier noch mit drin gewesen. Wirklich richtig schön. Kann ich die hier hinstellen, ohne dass es, dass hier Schäden passieren? Okay. Ja, das müssen wir jetzt hier voll komplettieren. Ne? Da haben wir hier noch den Soundtrack und das Spiel. Ja, wie gesagt, ich freue mich richtig drauf. Ich muss dazu sagen, der 3DS ist wirklich neben der PlayStation Vita mein Lieblingshandheld. Auch selbst wenn ich die alten Handhelds da jetzt mal mit dazu zähle. Ich habe auch Gameboy, was weiß ich nicht alles. Ich habe da alles, so ein Game Gear, so das alte Zeug, das habe ich alles da. Und aber der 3DS ist wirklich ein geiler Handheld, wo auch richtig schön viele Spiele da sind. Typische Nintendo-Spiele, sage ich mal.
und gefällt mir richtig gut. Und ich habe richtig Bock, durch dieses Spiel mal wieder zu meinem 3DS zu finden und da ganz einfach mal ein bisschen zu spielen. Und ich sage mal wirklich, wenn ich das Spiel dann durch habe, ich habe echt überlegt, komm, nimmst du dir trotzdem das Fire Emblem hier Herrschaft oder so noch mit? Hab mir dann aber gesagt, ach komm, ich kenne mich, die Spiele werde ich definitiv noch eine Weile kriegen, aber die Box werde ich definitiv so schnell nicht mehr wiedersehen, zumindest für den Preis, was ich dafür bezahlt habe. Und hab mir gesagt, komm, du nimmst dir jetzt das mit, spielst das erstmal in Ruhe und dann kann man sich immer noch das andere holen, weil so alt sind die noch nicht und die werden definitiv zu den typischen Nintendo-Preisen dann noch zu bekommen sein. Ja, Leute, wie gesagt, heute mal ein anderes Unboxing. Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Ich habe richtig Bock drauf. Ist richtig schön, mir gefällt dieses die Box jetzt, die hier alles hinter mir steht mit den ganzen Inhalten, ist wirklich eine schöne Sache. Haben sie wirklich eine schöne Box gemacht. Und ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Das war unser dieswöchiges Unboxing. Ein bisschen was anderes gewesen. Heute ging es halt wirklich mal ums Gaming und dann speziell mal um Nintendo-Titel, was, denke ich mal, auf meinem Kanal sehr, sehr selten sein wird. Aber so sieht es ganz einfach aus, Leute. Ja, und wenn wir hier sind, ich habe mir zum Beispiel auch jetzt, ich habe früher Mangas gelesen und habe mir jetzt die Zelda-Mangas geholt, die ersten zwei Bände. Werde ich mir dann abends im Bettchen nochmal schön zu Gemüte führen, weil ich hier irgendwann vielleicht noch hier das Zelda Breath of the Wild spielen will, aber halt auf der Wii U. Ich will mir nicht extra eine Switch dafür holen. Und da will ich mich ganz einfach auch ein bisschen in Stimmung bringen für Zelda Breath of the Wild, dass das letzte Spiel sein wird, weil ich mir dann auf der Wii U noch holen werde. So viel dann halt mal zum Thema Nintendo bei mir auf dem Kanal, ne? Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. War ein bisschen was anderes gewesen. Wir haben eine coole Box ausgepackt. Gefällt mir richtig gut. Und ich würde sagen, Leute, das soll es gewesen sein. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns an anderer Stelle wieder bei Wrestling, bei Gaming. Es ist viel los auf meinem Kanal zurzeit. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Leute, macht's gut. Ciao.